Und da wären wir auch schon wieder. Zuallererst erstmal eine sehr positive Nachricht. Vielen, vielen Dank für einen Kommentar. Und zwar wurde mir gesagt, dass ich in der Applied Energistics Config etwas umstellen kann. Und dadurch müsste das hier immer instant gehen. Das teste ich jetzt mal. Boah, da. Es geht nicht. Mist, habe ich es eingestellt? Nice synchronized auto. Oh, warte. Muss ich jetzt noch einmal raufklicken? Z okay, ich hätte gern Border. Okay, einmal raufklicken. Dun 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 dun. Border. Nochmal raufklicken. Zeigt ja gar nichts an. Okay. Border. Nicht Puerta. Port. Nee, irgendwie klappt das nicht. Muss ich mir dann nochmal angucken später. Also eigentlich habe ich in der Config das dann so umgeändert, dass er das durchgehend updatet. Vorher war es so, dass er nur das NAI abgedatet hat, wenn quasi Rechenleistung frei war. Und das ist jetzt nicht immer der Fall, da ja doch inzwischen recht viele Maschinen hier am Laufen sind. Aber ich weiß schon mal, woran ich arbeiten muss. Das ist okay. Also, wir wollten jetzt einen von den Hochöfen bauen. Und zwar, gehen wir runter. Wo wollten wir den bauen? Da, ne? Ja, hier hinten. Mit einer 3x3 Grundfläche und hier war die Mitte. High Oven Controller, High Oven Drain und Duct. Okay. Das heißt, da ist die 3x3 Grundfläche. Und in. Wo ist das Buch? Es ist nicht so, dass es am Ende ein 5x5-Ding ist. Ich glaube, es war immer nur ein 3x3-Ding. Ich gucke aber lieber nochmal nach. Ja, es ist immer nur 3x3. Das heißt, das Ding gehört zu dem 3x3 dazu. Das heißt, du kommst hier hin. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Und wir müssen hier unten nur noch 6 von den Dingern hin. Und da sind wir dann auch schon bald durch. Ja, sehr gut. Was macht unser Lehmdingens, arbeitest du jetzt schon? Clay. Da. Komische Claymaschine hatten wir hingestellt bei unserer Schlafkammer. Da. Oh ja, sehr schön. Du kriegst mehr Clay. Das kommt alles raus. Und das müsste schon mehr als reichen für die paar Bricks da hinten. Und ich glaube, der Gero in der Vergangenheit hat hier die Öfen auch alle voll gemacht, oder? Ja, nicht alle, aber schon mal anfangen. Da rein, da rein. Alles voll mit Lehm. So. Die können raus. Die können raus. 16 Stück. Ja, das sollte eigentlich reichen. Ich guck mal ganz kurz, ob wir inzwischen genug Seared Bricks drin haben. Oder Seared Stone. Jo. Rauf, rauf, rauf. Das wäre schon mal der halbe Boden. Das wäre schon mal der ganze Boden. Und wie hoch sollte das Ding sein? Da stand irgendwas von höher als 8 lohnt nicht. Okay, das muss mindestens 3 mal 3 mal 3 sein. Kann höher, muss aber nicht. Okay. Das heißt, Boden haben wir. Jetzt brauchen wir die Grundfläche. Das wären eigentlich ja auch 8, aber 3 von den 8 sind diese Kontrollelemente. Also der Controller, der Duct und Vent. Das Vent. Das Ding halt. So, oh, und ich kann mal wieder das Eisen reinschmeißen. Apropos Eisen. Iron. Zip. Ja, sehr gut. Mehr Eisen. Immer mehr Eisen. Raus, raus. Oh, habe ich wieder irgendwas angeklickt? Nee, warum wollt ihr da nicht raus? Achso, ihr seid schon fertig. Ja, sehen doch dezent anders aus. Aber ja, wir wollen jetzt den Hochofen zu Ende bauen. Mit dem Hochofen wollen wir weitere Hochöfen bauen. Und dann die Hochöfen automatisieren. Also primär würde ich das ganz gerne gleich so einstellen. Wir sollten vor die Bricks reinschmeißen. Primär würde ich es gerne so einstellen,
dass zuallererst Eisen eingeschmolzen wird, automatisch und automatisch abgegossen und ne, wie sich das halt gehört, dass wir uns keinen Kopf mehr ums Eisen machen müssen. Und dann nach und nach halt auch Tin und Kupfer und was weiß ich. Raus, 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 raus und ich brauche neue Bricks. Und danach wollten wir als zweites Projekt für diese Aufnahmesession die Pulverizer weiterbauen. Also wir hatten ja schon Cobble zu Gravel zu Sand zu Dust und wir hatten schon Cobble zu Gravel zu Sand. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Cobble zu Gravel, was ja nicht wirklich schwer ist. So, du dein. Und dann, weiß ich noch nicht. Dann bin ich erstmal froh, dass es fertig ist und dass die Ressourcen nach und nach schneller reintrudeln. Denn noch ein schöner Nebeneffekt von den Hochöfen soll ja sein, dass die Ressourcen verdoppeln. Einziger Haken ist halt, dass wir Kohle brauchen. Wobei das nicht so das Problem ist, denn wir haben ja theoretisch eine Holzfarm. Wir benutzen sie noch nicht. Ich sollte sie da vielleicht mal wieder anschmeißen. Jetzt, wo wir ja viel mehr Lava haben als vorher, müsste das eigentlich hinhauen. Also klick. Und dann müssen wir nur gucken, ob dieses Gummiholz auch Holzkohle bringt. Weil ich weiß, bei gewissen anderen Mods. Ich mag Crack-Tick. Ah ja, da ist es zum Beispiel so, dass wenn man dieses Gummiholz brennt, dass man dann erst normales Holz bekommt. Dann muss man es nochmal brennen, was dann halt nicht mehr so energieeffektiv ist oder effizient ist. Ich glaube, effizient ist besser. Das müssen wir also vorher testen. Sonst stellen wir die Farm. Das war sehr sinnvoll gerade. Sonst stellen wir die Farm halt einfach wieder um auf. Oh gut. Und ich sollte wieder was schlürfen. So. Nom 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 nom. Und ich glaube, während ich die ganze Zeit hier vor mich hingefaselt habe, habe ich jetzt schon genug Bricks, oder? 8 für oben drauf, 6 für drunter sind 14. Ich habe 27. Ich kann gleich von Hand den nächsten bauen. Okay. Ich sollte öfters vor mich hinschwafeln, wenn ich monotone Arbeiten mache. Hier. Ah, okay, ich habe die unterste Etage vergessen. So, du weg, weg. So. Da, 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 da. So. Und das müsste es eigentlich gleich schon gewesen. Ups. Ups, ganz viele neue Dinger. So, die ich mir eigentlich mal angucken muss. Also das sieht nicht fertig aus. Eigentlich müsste da eine Veränderung von der Optik kommen, oder? Ich probiere einfach mal Lava reinzukippen. Nein. Duck, nein. Muss ich das wirklich reinpumpen? Also irgendwie habe ich den Verdacht, dass das falsch ist so. Vielleicht darf es nicht in der untersten sein. Ja, ich glaube, ich habe da sowas gelesen. Okay. Das heißt. Die normalen Bricks nach unten. Die tollen Bricks nach da. Wo ist das andere Ding? Da ist das andere Ding. So. Du dahin. Du dahin. Du siehst immer noch nicht so aus, wenn du funktionieren würdest. Buch. Erklär mir. Bring mir Sachen bei. Bla. Hier. Layer 3x3 Bed of Scorched Bricks. Hab ich. Das ist die unterste Etage, die im Boden verankert ist. Continue laying bricks in a similar fashion upwards, but leave the center hollow. Habe ich getan. Also man soll die Mitte von dem ganzen Ding, also der Kern hier, das Feld. Moment mal. Ja doch, ich habe es einen Block zu hoch gebaut, das ganze Ding theoretisch. Aber ja, die Mitte soll leer bleiben. Alles okay. Oh, vielleicht ganz oben offen lassen. Da, da, da. Das da offen lassen. Siehst du jetzt anders aus? Nein. Okay. Weiterlesen, dann machen. Center Hollow. Nächstes oben zu. Cap it off with one additional 3x3 layer, just like the bottom. While there are no vertical limits to the size of the high oven, it is pointless to build it beyond 8 blocks. Also man darf es nicht höher bauen als 8. Place the controller in the middle of any layer you desire.
Also ich hätte es auch auf dem Boden lassen können. Und you may place drains anywhere within the structure. The controller must have an active redstone signal to be on fuel. Also man muss noch ein Lever daneben stellen. Und der Rest ist jetzt nur Erklärung, was man jetzt mit Oxidizern und Reducern und Purifiern und was weiß ich alles macht. Okay. Schalter. Klick. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass du dich optisch irgendwie veränderst. Aber okay, ich baue jetzt... Also das Drain war für Flüssigkeiten abziehen. Duct war für Gegenstände reintun. Allerdings ist das hier Brennmaterial... Oh. Was? okay, ich glaube, das ist Export. Buch? Nein. 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 Schneemann. Was? Ich hätte gerne eine Erklärung dafür, was die Symbole bedeuten. Es gibt keinen Mix. Scorch Drain, Scorch Duct. Scorch Duct, Scorch Drain. Ich finde es vor allem sehr komisch, dass ich die Lava nicht reinkippen kann. Oh, warte mal, jetzt müssen wir das Ding wieder oben drauf pappen. So. Ich hole einfach mal Kohle. Also Charcoal. Haben wir hoffentlich noch was? Ja. So, das kann rein, das kann rein. Sand kann rein, komische Bricks können rein, Slabs können rein. Wir haben ja gerade neue Chips gebaut, also wir können das richtig schön zumüllen. So, du rein, du rein. Charcoal. Redstone brauchen wir als auch ein Element drin und ich glaube Sand. Sand brauchten wir auch ein Stack. Gib mal her. So. Charcoal, Redstone, Sand. Da kommt dann Eisen zum Beispiel rein. Aber ich wollte ja eigentlich das Pulver reinschmeißen. Okay, testen. Iron, das da, das nicht. Das da und das da. So, du bekommst jetzt... Was? Da sollst du rein. Da sollte eigentlich Kohle rein. Warum haben wir einmal da... Achso, einmal haben wir Kohle, um das Ding zu erhitzen. Und bis wir es eine ganze Weile brennen müssen, bis es heiß genug ist. Weil 40 Grad ist nicht wirklich heiß. Und hier kommt dann das Material rein. Und dann müsste hier am Ende flüssiges Eisen auftauchen. Was denn zu Stahl wird, wenn die Sachen hier vorhanden sind. Also sollte ich sie rausnehmen, weil ich will gar keinen Stahl haben. Ich wollte Eisen haben erstmal. Also wenn hier die Sachen vorhanden sind und wenn es heiß genug ist. Das heißt, das Ding müssen wir jetzt aber nur laufen lassen. Okay, was essen? Das heißt, ich brauche jetzt immer noch... Das Ding braucht gar keine Lava, das hat mich gerade irritiert. Ich hätte ganz versucht, mit dem Lava-Bucket dran zu klicken. Aber als Hitzeentwicklung nimmt er halt Kohle. Was ziemlich... Ja, ich habe mein schönes Lava-Netzwerk hier. Ich will das überall reinpumpen. Naja, sei es drum. Also, Charcoal. Wir brauchen ganz viel Charcoal. Dafür brauchen wir Holz. Und jetzt will ich erstmal testen, ob das... Ah, wir haben noch ganz schön viel Oakwood. Aber das andere Holz hätte ich gerne. Wood. Rubberwood. Da, komm mal kurz her. Ich will da was testen. So, was passiert, wenn wir dich verbrennen? Kriegen wir dann Charcoal oder kriegen wir dann Oakwood? Ich hoffe mal Charcoal. Jo, sehr schön. Okay, das heißt, wir müssten jetzt theoretisch 1, 2 von denen da
automatisieren. Oder wir machen es gleich mit dem Redstone Furnace. Ich denke, Redstone Furnace ist ein besserer Punkt. Ich wollte eh vor kurzem schon mal Redstone Furnaces bauen. Aber da war irgendwas im Weg. Gucken wir mal.